Szia und herzlich willkommen zu Sallys Welt. Was heißt das jetzt? So viel wie Hallo auf Ungarisch. Jetzt kannst du malen, backen, bauen. Und Ungarisch ein Wort. Ungarisch kannst du auch, Türkisch kannst, Deutsch ja. Kannst, Englischlehrerin bist. Aber es hat folgenden Grund. Heute mache ich eine Esterhazy-Schnitte. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich falls ihr aus nicht. Ungarn kommt, bitte korrigiert mich und genau. Sagt mir, wie man das richtig ausspricht. Seid nicht nachtragen. Ja, das ist eine richtig tolle und leckere Schnitte. Und zwar ist die Torte glutenfrei. Man kann sie als runde Torte machen oder wie ich einfach als Schnitte. Ich finde sie so als Schnitte einfach richtig hübsch. Vor allem kann man solche dünnen, schönen Stückchen davon schneiden. Esterhazy. Genau, und zwar kommt der Name daher, Anfang des 20. Jahrhunderts haben Konditoren in Budapest, also in der ungarischen Hauptstadt, diese Torte erfunden, zu Ehren von Paul Anton Esterhazy dem Dritten. Okay. Und das war der Außenminister des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs und für ihn wurde eben diese Torte entwickelt. Okay. Cool, schön. Gell? Für dich gibt es noch keine Torte, Murat. Ja, Wahnsinn. Aber es ist eine Torte für mich. Also irgendwie eine Torte, die nach mir benannt wurde. Ja, auf vielleicht jeden Fall. Vielleicht für den Zuschauer, packen Sie irgendwas. Genau, und dann sagen Sie, das ist Murat für Murat Özcan, den Ersten. Genau. Nee, den Zweiten eigentlich, denn dein Papa hieß ja auch so. Genau. Also, einmal zur Torte. Wir haben hier vier Böden. Und zwar sind es glutenfreie Böden. Das heißt, die Torte basiert auf Baiser-Böden mit Haselnüssen. Und in der Creme ist auch kein Mehl enthalten und keine Weizenstärke. Das heißt, für alle, die kein Gluten zu sich nehmen möchten, ist das die perfekte Torte. Sie schmeckt wirklich super leicht und sie ist vergleichbar mit der schwedischen Almondi-Torte. Ehrlich? Ja, jetzt bin ich gespannt. Das wird richtig lecker. Ich zeige euch jetzt zuerst einmal die Zutaten für den Baiser und dann starten wir auch direkt. Oh, da, guck mal, da kommt ein Lebkuchen. Da kommt ein Lebkuchen rein. Hallo. Ja. Da kommt ein Lebkuchen. Süßer Lebkuchen. Ach Gott, bist du ein süßer Lebkuchen. Ja. Jetzt will Ella auch. Okay. Mindy, Mindy. Ich bin ein Lebkuchen. Lecker seid ihr. Für das Baiser brauche ich 6 Eiweiß, eine Prise Salz, 50 Gramm Zucker, 125 Gramm Puderzucker, etwas Vanilleextrakt, einen Viertel Teelöffel Zimt und hier habe ich noch 150 Gramm Haselnüsse, die habe ich bereits geröstet und auch fein gemahlen. Zuerst nehme ich das Eiweiß und da müsst ihr darauf achten, dass absolut kein Eigelb drinnen steckt, denn in Eigelb ist ja Fett drin und dann wird der Eischnee einfach nicht fest. Jetzt habe ich hier eine saubere Schüssel und auch der Schneebesen muss natürlich sauber sein. Hier kommt jetzt noch das Salz mit dazu und das Eiweiß wird zuerst mal steif geschlagen. Sobald der Eischnee fest ist, kommt noch der Zucker ganz langsam mit dazu und dann lasse ich die Masse für etwa 2 bis 3 Minuten weiterrühren, bis sich der Zucker ein bisschen aufgelöst hat. Jetzt ist der Eischnee fest, jetzt kommt noch der Puderzucker mit rein. Dann kommt jetzt hier noch ein bisschen Vanilleextrakt rein. Ach, sieht das nicht schön aus. Hui! Oh, wirklich, Vanille fährt gerade Schlitten. Dann die Haselnüsse. Und die habe ich zuerst gemahlen und dann habe ich sie in einer Pfanne ohne Fett geröstet. So wird einfach der Geschmack noch ein bisschen intensiver. Und es duftet einfach wunderbar. Und jetzt nehme ich einen Schneebesen und kann das Ganze vorsichtig unterheben. Bisschen kleckern ist auch erlaubt. Und ich mache jetzt eine Esterhazy-Schnitte, das heißt keine Torte. Bei einer Torte würde ich jetzt einfach 4 bis 5 einzelne Böden machen. Ich mache die Schnitte jetzt einfach hier auf meinem Backblech mit dem eckigen Backrahmen. Und deswegen kommt jetzt die gesamte Masse einfach hier mit rein und wird dann später durchgeschnitten. Am einfachsten lässt sich die Masse dann mit einer Teigkarte verstreichen. Da nehme ich immer gerne die aus Edelstahl. Die ist nämlich richtig schön groß. Und so kommt die Masse jetzt in den vorgeheizten Backofen. Ich backe sie jetzt bei Heißluft, 170 Grad. Und ihr könnt sie aber auch gerne bei 200 Grad Ober-Unterhitze backen. Und die braucht dann so etwa 10 bis 12 Minuten. Die Zwischenzeit nutze ich jetzt, um die Buttercreme vorzubereiten. Ich zeige euch mal die Zutaten. Für die Buttercreme braucht 3 Eigelb, 40 Gramm Stärke, ich nehme jetzt hier eine Maisstärke, Vanilleextrakt, 250 Milliliter Milch und 200 Gramm weiche Butter. Ich gebe jetzt zuerst einmal die Eier in einen Topf
Und das ist auch hier ganz gut, dann hat man wirklich nur noch 3 Eigelb übrig für das Rezept. Und da können Sie dann einfach ein anderes Weihnachtsgebäck zum Beispiel machen oder ein leckeres Lemon Curd draus zaubern. Also da gibt es ganz gute Eigelb-Reste-Verwertungsvideos auf meinem Kanal. Ach du meine Güte, das ist auch ein Wort für Geigemännle. Eigelb-Reste-Verwertungsvideos. Da kommt kein Mensch drauf. Hier habe ich jetzt noch die Stärke mit dabei und ein bisschen Milch. Jetzt kann ich das erstmal glatt rühren. Die Buttercreme könnt ihr jetzt verfeinern, zum Beispiel mit etwas Vanilleextrakt. So werde ich das jetzt machen. Ihr könnt aber auch Tonkabohne mit reingeben oder auch einfach einen Schuss Rum oder auch einen Schnaps, wie ihr gerne möchtet. Oder Kirschwasser. Passt auch sehr gut. Ich nehme jetzt Vanilleextrakt. Das wird jetzt verrührt und jetzt kann ich die Creme bei mittelhoher Hitze einfach während dem Rühren eindicken lassen. Die Baiser-Masse ist jetzt gebacken und ihr müsst sie jetzt sofort aus der Form herauslösen, denn die wird jetzt auch ganz schnell fest. Und dann werde ich sie rausstürzen und gleich zurechtschneiden. So, da kommt jetzt ein sauberes Geschirrtuch drüber. Und dann nehme ich einen zweiten Tortenretter und kann die Platte stürzen und die Folie dann abziehen. Und jetzt kann ich die Platte einmal ausmessen und dann einfach in 4 breite Streifen schneiden. Und jetzt ziehe ich sie auf ein Abkühlgitter und kann sie so abkühlen lassen und in der Zwischenzeit schon mal die Buttercreme zubereiten. Jetzt ist die Masse gut eingedickt, da müsst ihr auch wirklich aufpassen, denn dann geht es wirklich sehr, sehr schnell. Und jetzt kann ich sie direkt durch ein Sieb streichen, so kann ich zum Beispiel Reste von den Eiern einfach entfernen, die vielleicht Klümpchen gebildet haben. Und danach decke ich dann den Pudding mit Frischhaltefolie ab, damit sich keine Haut drüber bildet und kann ihn einfach auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Der Pudding ist abgekühlt und den habe ich jetzt einmal mit dem Schneebesen kurz geschmeidig gerührt und die Butter jetzt auch schon ein bisschen cremig gerührt, so etwa 4 bis 5 Minuten. Und jetzt kann ich immer ein bisschen was vom Pudding einfach mit zur Butter geben und somit die Buttercreme herstellen. Jetzt nehme ich die Buttercreme und streiche sie hier schon mal auf den ersten Boden. Wenn ihr so eine Teigkarte nehmt, dann könnt ihr zum Beispiel auch komplett bis zum Rand streichen und richtig sauber arbeiten. Und jetzt nehme ich den zweiten Boden, lege ihn drauf und kann jetzt so die komplette Torte befüllen. Die letzte Schicht kommt jetzt keine Buttercreme, da kommt nämlich später eine Glasur drüber. Den Rand lasse ich jetzt erstmal noch frei, die übrige Buttercreme kann ich bei Raumtemperatur lagern und so stelle ich jetzt die Schnitte einmal in den Kühlschrank für etwa eine Stunde, bis sie fest wird und dann kann ich gleich noch den Rand bestreichen und fertig dekorieren. So sieht die Torte jetzt aus. Ich kann sie jetzt gleich mit der Buttercreme am Rand bestreichen, aber vorher werde ich jetzt noch den Guss zubereiten. Da mache ich jetzt einen Eiweißguss und zeige euch mal die Zutaten. Für den Guss brauche ich ein halbes Eiweiß, 100 Gramm Puderzucker, den Saft einer halben Zitrone, einen Esslöffel Kakaopulver, einen Teelöffel Wasser und ein paar gehobelte Mandeln. Zuerst einmal nehme ich jetzt das Eiweiß und ein halbes Eiweiß könnt ihr so abmessen. Ihr trennt Eiweiß und Eigelb und dann gebt ihr das in der Schüssel, verrührt es ein bisschen, wiegt es vorher ab und dann nehmt ihr einfach die Hälfte weg. Ansonsten ist es immer ziemlich schwierig, ein Eiweiß zu trennen. Das gebe ich jetzt hier in eine Schüssel und damit es eben nicht ganz roh auf die Torte kommt, wird es vorher erwärmt. Ich habe jetzt hier ein Wasserbad, also unten ist ganz heißes Wasser, habe ich eben aufkochen lassen. Da kommt jetzt der Puderzucker dazu und auch der Zitronensaft. Ups, die halbe Zitrone geht natürlich auch, aber Zitronensaft reicht in der Regel aus.
Und dann wird das Ganze jetzt verrührt und ein bisschen erwärmt, und zwar so etwa 4 bis 5 Minuten. So wird das Eiweiß einfach pasteurisiert und hat eben keine Keime mehr mit drin. Das Wasser darf hierfür auch gerne kochen, damit es einfach richtig schön heiß wird. Die Zwischenzeit habe ich genutzt, um den Rand der Torte ein bisschen glatt zu schneiden und die Torte dann mit ein wenig Buttercreme einzudecken. Jetzt habe ich den Guss umgefüllt, so kann ich ihn einfach ein bisschen besser halten. Und jetzt kann ich die Oberseite der Torte damit bestreichen. Jetzt habe ich hier ein bisschen Guss noch übrig, da kommt jetzt das Kakaopulver und das Wasser mit rein und wird jetzt auch verrührt. Jetzt streiche ich die Oberseite der Torte noch schön glatt, und zwar tauche ich jetzt die Palette in das heiße Wasser und kann jetzt über den Guss drüber streichen. Und den restlichen Guss, also den braunen Guss, fülle ich jetzt in einen Spritzbeutel oder ihr nehmt eine Gefriertüte. Und jetzt schneide ich eine ganz dünne Spitze hier vorne weg. Und dann kann ich jetzt so längs Streifen über die Torte ziehen. Und jetzt nehme ich einen Zahnstocher oder Schaschlikspieß und ziehe jetzt einmal eine Linie so runter und einmal in die andere Richtung. Und die Spitze mache ich immer wieder in der Handfläche sauber. Okay, und jetzt kommen noch die gehobelten Mandeln außenrum. Das geht jetzt am einfachsten, wenn ihr eine Teigkarte nehmt oder einen anderen flachen Gegenstand. Da lege ich die jetzt drauf und drücke sie dann von unten nach oben an die Torte. So sieht es jetzt also aus, unsere fertige Torte, und Murat, Paul, Anton, Özcan, Esterhazy, der Dritte, du darfst jetzt probieren. Wahnsinn, oder? Ja. In der Zeit, wo den Namen gesagt hätte, die Torte schon gefressen, gegessen, sorry. So, okay, jetzt probieren wir mal. Ja. Also richtig cool aus, und ich finde auch, wo du gesagt hast, Bese, ich liebe ja Bese. Ich bin mal gespannt. Also in der Creme ist ja kein Zucker, denn man hat ja im Baiser einfach schon genug Zucker. Und jetzt bin ich gespannt. Das ist halt eine sehr klassische Torte. Boah. Und? Ist das für mich ein Geschenk? Das sind nur Attrappen. Oh. Ella. Ella, lass den Weihnachtsmann. Wirklich super. Ja? Samira will auch mal probieren, der Lebkuchen. Mmh. Du, ganz toll, ehrlich. Echt? Mhm. Schmeckt sie leicht, gut? Die schmeckt leicht, die schmeckt gut. Die schmeckt so richtig, also so wie vom Konditor. Also, echt? Okay, ist das jetzt positiv? Nein, ich will jetzt nicht beleidigen, aber die schmeckt. Ist doch gut. Ich finde genial. Echt cool, das freut mich. Aber das, die Stückchengröße ist auch gut, gell? Weil ich glaube, mehr kann man auch von einer Torte gar nicht so viel essen. Ich finde halt auch den Anschnitt richtig schön. Was für eine gelbe Creme ist das? Ja, das ist eine Buttercreme mit Eigelb und so eine Pudding-Buttercreme. Und ich finde sie halt richtig hübsch, und vor allem sieht sie sehr edel aus. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Buttercreme. Ja. Ja, wirklich nicht. Und aber durch die Baiser oben, die Baiser-Schicht oder so, ist sie sehr, sehr cremig. Also ist ein totaler Kontrast. Sehr cool, das freut mich. Ja, ist sehr rund im Abgang. Okay, jetzt hören wir auf. Jetzt fängt er an zu spielen. Die Sensorik ist toll, wirklich klasse gemacht. Ja, sag mal was zur Sensorik. Ja, es schmeckt richtig lecker im Mund. Ja, jetzt muss ich aber sagen, die Creme ist so cremig und der Teig ist so... Ja, fluffig. Oh. Ja, echt klasse, wirklich. Und der Crunch kommt durch die Mandeln. Ja, also was ganz, ganz Edles, muss ich ehrlich sagen. Sehr ganz schön. Edles, das ist ganz toll. Das freut mich. Falls ihr das Rezept auch gerne nachmachen möchtet, dann schaut auf sallys-blog.de vorbei. Da steht es nochmal ganz genau. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Lebkuchen. Lebkuchenherzen. Tschack. Tschüss. Oh, du bist so lustig. Komm. Ich wollte eigentlich nur Lebkuchen essen.
Ich weiß. Und die Buttercreme, die könnt ihr jetzt entweder verfeinern mit Vanilleextrakt, das hat sich jetzt angehört wie ein Pups, gell? Der Dampfstoß. Das war der Backofen. Also nochmal. Macht immer so.